Gruppenumarmung. Ja, hi, hallo und herzlich willkommen bei Potternander aus dem GOP Varieté Theater in Essen. Volle Kraft voraus heißt es heute beim Neujahrsempfang, wo wir uns mit Direktorin Nadine Stockmann, Marketing Director Christian Budrus und Pressesprecherin Sabine Herget über Neuheiten in der Spielzeit 2023 austauschen werden. Ja, spannende Themen, Rückblicke und Ausblicke auf eine fantastische Spielzeit. Kommt mit bei Potternander, seid dabei im GOP Varieté Theater in Essen und freut euch auf die neue Saison. Es wird spannend. Auf geht's! Gerne auf der Zeitachse vielleicht noch mal ein Stück weit mit zurücknehmen, um noch mal kurz zu erklären, wo wir herkommen und wo wir gerade stehen. Denn wie Sie sich vorstellen können, war auch für uns das Jahr 2020 wieder voll mit Herausforderungen. Fast so, als wäre Lachen mal wieder erlaubt. Und das war ganz toll mitzubekommen. Die ein oder anderen Shows auch schon von uns spricht für sich auch vor dieses tollen Regales. Sie sehen ja diese vielen, vielen Bücher, hat eine ganz witzige Nummer. Als nächstes erfreuen wir uns der Show Sentimientos, die aktuell Weltpremiere jetzt im Januar in Bad Oeynhausen in dem GOP hatte. Und wir waren gestern zum Direktorenmeeting, der Kollege sagte nur, Nadine, da kannst du dich auf was freuen, das ist spanisches Fieber, das ist so richtig mediterranes Flair. Wieder eine grandiose Bilder-Show werden mit viel Spaß, gute Laune und alles, was dazu gehört. Ja, ein interessanter Gesprächsgast hat sich zu mir gesellt, Marketingdirektor des GOP Varieté Theaters in Essen, Herr Christian Budrus. Herzlichen Dank, dass Sie oder dass du dir Zeit genommen hast. Einmal vielleicht die Neuerungen, die uns 2023 hier im Theater erwarten, zu besprechen. Jede Menge Shows, 1, 2, 3, 4, 5 Stück dieses Jahr erwarten den Gast und ich glaube, da gibt es wieder jede Menge Artistik, Kunst, Tanz, Zauberei. Also ich würde mich auch gerne wieder verzaubern lassen. Wie sieht das Programm aus? Die Gelegenheit hast du bei uns. Ich muss dich aber korrigieren, wir haben nicht 5, sondern 6 Shows. Und wir starten fulminant in diesem Jahr mit der Show Bookshop. Ja. Und die, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, es ist, wie es im Varieté sein soll, dass für Vielfalt gesorgt ist, dass für jeden etwas dabei ist, dass wir aber nicht nur artistische Höchstleistungen im Fokus haben, sondern dass bei uns ja im Varieté auch letztendlich das Gesamterlebnis zählt. Von der Tür unten wieder bis zurück zur Tür. So, dass es wir hier eine Art holistisches Erlebnis haben und alle Sinne, kulinarische Sinne etc. berühren. Und da ist in diesem Jahr, sind wir da gut aufgestellt mit den tollen Shows. Ja, endlich geht's wieder los. Ich kann mich tatsächlich noch an mein erstes Mal hier im Theater erinnern. Allein schon dieses altehrwürdige Gebäude. Ich glaube, das ist ein altes Kino. Ein altes Uferkino, genau. Ja, ganz genau. Allein schon diese Mischung aus Artistik und Akrobatik und Witz, Comedy, Zauberei und dann noch mit einem wirklich tollen Menü macht wirklich zum unvergesslichen Abend. 6 Shows tatsächlich. Ich sehe, dass die letzte Show geht ins nächste Jahr 2024 auch rein. Bookshop läuft aktuell.
Sentimientos, Spanisch klingt das. Das richtig. Verheißt auch schon wieder jede Menge Gutes. Und da schlägt mein Artistikherz auch jetzt hier wieder höher. Handmade sehe ich gerade. So die typische Varieté-Kunst wieder mit jede Menge Akrobatik, Luftperformances. Also total spektakulär, was auf dieser doch kleinen Bühne alles möglich ist. Und jedes Mal geht man hier raus und ist noch so nachhaltig verzaubert. Das finde ich großartig. Sailors spricht mich jetzt auch schon an. Es geht um eine Hafenkneipe, hervorragend. Keine halben Sachen, Multiversum. Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Was ist so vielleicht dein Favorit dieses Jahr? Och, das kann ich gar nicht sagen. Ich bin ja seit September hier Direktor Marketing Vertrieb und habe jetzt die eine oder andere Show gesehen. Mhm. Und gebe zu, Varieté war für mich früher, hatte irgendwas mit Zirkus zu tun, etwas Unbekanntes. Und dann bin ich in diese Welt eingestiegen im Zuge meiner ganzen Bewerbungsphase hier und habe die eine oder andere Show gesehen. Und das, was ich, was mir immer hängen geblieben ist und das, was Varieté ja auszeichnet, ist, dass es immer etwas anderes ist. Stimmt, ja. Und wenn ich mir unsere Spielzeit angucke, dann macht es auch diese Spielzeit wieder in diesem Jahr aus, dass wir, glaube ich, jeden Geschmack ist das Falsche, aber dass wir letztendlich eine unheimlich gute, bunte Mischung zwischen laut und leise, zwischen Storytelling, Drama und Moderationsshow haben, sodass sich jeder da auch irgendwie wiederfindet. Und das ist es ja letztendlich auch, was wir hier im Varieté verkörpern. Vielfalt, Unterschiedlichkeit, Offenheit. Und wir können uns, was unsere Programme angeht, können wir uns wahnsinnig austoben, weil wir haben keine Grenzen. Und vor allen Dingen auch eine wahnsinnige Leichtigkeit und eine totale Spielfreude. Ne? Also das Publikum ist immer jedes Jahr oder jedes Mal mitgerissen. Nehme ich mich nie aus, ich lasse mich immer jedes Mal verzaubern. 5, 6 Shows pro Jahr, das ist richtig, also da geht Schlag auf Schlag. Wie lange dauert es denn, bis eine Show steht, bis sie bühnenreif ist? Boah, das kann man so pauschal überhaupt gar nicht beantworten. Wir haben ja innerhalb der GOP-Gruppe, die Gruppe besteht ja aus 7 Theatern, einem Headquarter, wo unsere Geschäftsführung sitzt und für den administrativen Bereich. Und dann haben wir noch eine hundertprozentige Tochter, die heißt Showkonzept, GOP-Showkonzept. Und dort sitzen dann die kreativen Köpfe, die dann diese Shows kreieren, in Teilen selber schreiben, sich Künstler aus der ganzen Welt zusammencasten und aus vielen Einzelteilen ein rundes Etwas kreieren. Und dann gibt es aber auch noch, die andere Seite ist, dass es in Teilen auch schon fertige Shows gibt. Wir hatten im letzten Jahr hatten wir die Show Changes, da haben wir mit einer Production aus Quebec, Kanada zusammengearbeitet, wo wir uns auch mehr oder weniger fertige Shows einkaufen. Und somit kann man das gar nicht so richtig sagen. Also Durchschnitt ist vielleicht mal so eine Hausnummer. Die Kreation beginnt meistens so 2 Jahre vorher, wo sich dann Regisseure und Produzenten zusammensetzen, eine Idee herausarbeiten, eine Idee spinnen. Mm. Und dann geht es so in diesen Prozess. Und die wirklichen Proben finden dann, sagen wir mal, ein gutes halbes Jahr statt. Und dann in der letzten Woche vor der Weltpremiere finden sich dann auch nochmal alle zusammen in Hannover, um dann so ein Generalproben den letzten Feinschiff zu machen. Also ist völlig unterschiedlich. Ist eine Wahnsinnslogistik, die dahinter steckt. Das stimmt, ja. Wir wollen nicht zu viel verraten. Varieté, wer sich nichts darunter vorstellen kann, der findet hier die passenden Antworten. Christian Bodorf, Marketing. Direktor des GOP Varieté Theaters Essen. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für die Zeit und auch für die Ausblicke und Einblicke. Herzlichen Dank. Sehr und gerne. Seid gespannt, kommt vorbei, genießt die Shows hier im GOP in Essen. Danke. Danke. Dankeschön. Talk on the phone every night.